Hallihallo Freunde, da sind wir schon wieder mit unserem Let's Play. Jetzt muss ich wieder gucken, was haben wir zuletzt gemacht. Hier schaut es noch ein bisschen zwirr aus. Hier oben müssen wir uns mal ein Erddach oder irgendwas ähnliches dran pappen. Dann können wir auch die Lampen oben reinmachen. Ich habe eben noch diese Dinger hier aufgeladen. Ich wollte noch was machen. Ich glaube Farbe mitnehmen. Farbe oder mischen. Irgend sowas halt. Ich nehme jetzt mal die mit. So, weil ich brauche ja noch ein bisschen Orange. Jetpack können wir auch aufladen. So, also, das hier rein. Ja, was machen wir jetzt? Also unsere komische Teleport-Pipe funktioniert, weil da einige schon wieder gemeckert haben. Ich sehe das als Cheaten an, ist mir Bumpe. Das für mich ist das wie ein Pointer in der Programmierung. Also ein Gedankenpointer. Man könnte genauso gut eine Pipe ziehen, eine stinknormale Pipe, und das ebenso in diese Kiste hier transportieren. Muss man natürlich das Loch nicht buddeln, kommt aufs selbe hin. So sehe ich das. Also im Endeffekt ist ja diese oder solche Modifikationen wie diese Teleport-Pipe, das ist eher was für Leute, die kreativ im Kreativmodus spielen und dann einfach schnell bauen wollen, ja. Die pappen sich das dran. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen bei wirklich verdammt guten Leuten, die das nur deswegen einsetzen, weil es einen Haufen Zeit spart. Das ist eigentlich der Grund. Ja, man kann sich auch eine Pipe ziehen, natürlich kein Problem. Haben wir doch alles schon gemacht. So, jetzt nehme ich hier nochmal noch ein bisschen Holz mit. Wenn wir schon mal hier rumstehen, so sinnlos. Okay, also dieses Ding Wurstel, da wollte ich nochmal ganz schnell nach der Energie gucken. Da ist jetzt nicht so viel drin, ne? Na, gehst du hier, Bursche. 33 Pipes haben wir noch drin. Das könnte vielleicht unter Umständen sogar langen. Jetzt sehen wir auch, erwärmt sich diese Engine so langsam, ja? Das ist bei Bildkraft im Allgemeinen so, dass sich diese Maschinen erwärmen, dann dementsprechend schneller laufen, heiß laufen, bis hin zur Explosion. Also das kann durchaus sein. Naja. Und ich baue das ja auch bewusst teilweise so auf. Oder ich nehme bewusst hier solche Modifikationen wie diese Teleport-Pipe mit rein. Wie ihr das dann verwendet oder weiterverwertet oder welche Ideen ihr daraus, welche Ideen ihr habt oder welche Schlüsse ihr daraus zieht, das bleibt euch überlassen. Ich stelle es nur vor, weil eben ich festgestellt habe, als ich überhaupt angefangen habe mit meinen Tutorials und Let's Plays dann letztendlich, dass niemand da großartig was macht. Das sind ein paar vereinzelte Leute, der Großteil interessiert sich überhaupt nicht dafür. Mein Ziel ist es, die Modder oder auch gute Mods oder auch nicht so gute Mods einfach bekannt zu machen, dass die Leute irgendetwas Sinnvolles damit bauen. Und das ist so das, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, das einfach bekannter zu machen. Es wird dunkel. Dunkel bedeutet letztendlich für uns, dass wir nicht mehr weit gehen können. Scharf färben tue ich jetzt nicht. Hier haben wir gelbe Blumen, brauchen wir erstmal auch nicht. Ich wollte hier hinter nochmal gehen. Ich könnte jetzt schnell in der Dunkelheit noch rüberfliegen, dann sind wir quasi morgen früh. Wir teleportieren uns nämlich ganz schnell heim. Dann sind wir morgen früh. Ach komm. Weil hier gibt es 100 pro Kakteen. Außerdem ist es eine witzige Ecke. Hoffentlich finden wir zurück. Ja. Jetzt lasse ich mich einfach hier fallen. So. Und jetzt sprühen wir uns das hier her. Haha. Und gehen ins Bett. Da hier von Blümchen. Das muss ich unbedingt noch loswerden. So. Also, da können wir das Jetpack unter Umständen nochmal fix aufladen. Wenn wir dann aufgestanden sind, ist das Ding voll. Also so richtig voll. Weil ich möchte jetzt so unbedingt noch grüne Farbe, also Kakteen, zumindest ein paar Kakteen in unseren Einzugsbereich anpflanzen. Und das habe ich mir einfach in den Kopf gesetzt, sonst laufe ich das nächste Mal wieder los. Das Ding wurstelt, ne? Ja, sehr schön. Das habe ich hier so ein bisschen angeordnet, dass der quasi immer zwei Stacks erfüllt. Da kommt schon Redstone, das finde ich auch. Der ist fertig. Hier haben wir nämlich schon Bedrock.
Ja, und da kann immer wer sagen, was er will. Ein Query wäre jetzt noch nicht mal auf dem Viertel damit. Also ich bin mit dem Ding 10-mal so schnell wie mit diesem blöden Query. Also ich finde ihn auch toll, ja. Augenblick, Telefon, Leute. So, Abmarsch. Aufgestanden, Abmarsch, Portal. Ich glaube, ich werde jetzt noch eine kleine Ansprache halten. Diese Richtung gehen wir hier, da hängen wir gleich eine Fackel auf. Wir haben ein bisschen wenig bei. Mit Ansprache meine ich, weil immer genölt wird und dies und jenes und warum das noch nicht. Ja, ganz einfach, weil wir so viele Mods miteinander zusammen haben und wenn wir einfach den ganzen Krempel hinknallen würden, und das wäre so, ich weiß, dass das so ist, dann hätten wir eine trostlose Idylle mit alles hingeschissen, sage ich jetzt einfach mal so. Und niemand hätte irgendwas etwas davon, hätte irgendetwas herausziehen können für sich, ja. Dieses Let's Play läuft eigentlich ganz gut. Für mein erstes Let's Play läuft es gar nicht mal schlecht. Und so das Feedback ist nämlich auch relativ gut. Und die Leute sagen, Mensch, das hat mir sehr geholfen und dieses hat mir sehr geholfen. Und das ist so das Ding, was ich eigentlich auch bezwecken wollte. Und nicht einfach irgendwie herumrödeln wie ein Verrückter, ja, alles einfach lieblos hinkacken. Das ist nämlich oft so. Und wenn ich das so ein bisschen Vergleich, es gibt wenige Let's Player, denen ich länger als 10 Minuten zugucken kann, weil es einfach zu anstrengend wird. Ja? Es wird entweder zu anstrengend oder, ach, guck mal da hinten. Ja, wir müssen bloß echt hier aufpassen. Moment, also so. Dann hierher. Und die Leute. Das sei auch nochmal klipp und klar. Ich glaube, Gronkh hat das auch mal gemacht. Und der Mann hat recht. Er hat sich halt dezent ausgedrückt. Ich bin da sehr direkt. Und die Leute, die immer was zu meckern haben und dies und die alles besser wissen, das sind meistens die ohne Channel, ohne Profil, ohne irgendwas. Und die gehen mir glatt am Arsch vorbei. Ja, wo muss man das sagen? So, guckt mal. Ach, guckt mal. Wir haben so viel Öl, wir könnten eigentlich damit handeln. Aber richtig gewaltig. So, jetzt nehmen wir hier unsere Kakteen mit. Das bringt hier nicht viel. Oh, Mami. Bin ins Öl gefallen. Dann machen wir das gleich anders, nämlich so. Wir brauchen ja im Prinzip bloß ein paar, ne? Da hinten ist auch noch Lehm und Sch Aua, Mami. Und Schäfchen haben wir da auch noch. Ja, guck mal. Muss bloß echt aufpassen, dass wir. Ach, wir haben das Portal dabei. Also müssen wir nicht aufpassen. Da haben wir noch Squiddies. Das ist auch nicht übel. Die Burschen werden wir jetzt gleich mal mit der Kettensäge streicheln. Hallo. Ja, ich brauche nämlich ein paar Tintensäcke für schwarze Lampen. So. Ach, bleib doch hier, Junge. Ja, da war doch noch einer. Hier hinten. Und Blümchen brauchen wir auch. So. Uiuiui, wo sind wir denn hier gelandet? Echt? Ah, Blümchen. Rote Blümchen. Sehr schön. Das heißt, wir können, wir haben ja Gelb dabei. Das heißt, wir können orange Farbe mischen. Und Schäfchen färben. Sehr schön, sehr schön. Rot brauchen wir immer wieder. Da haben wir noch zwei. So. Und solche Dinge auch hier wie Blümchen pflücken und Sachen einsammeln, die man halt nicht hat. Das dauert halt einfach seine Zeit. Und ist schon richtig, wenn einige gesagt haben, hey, tu das nicht überschneiden oder ja, schneid das nicht zusammen, das ist irgendwie doof. Pflichte ich euch irgendwie bei. Sehe ich ähnlich. So, jetzt gucken wir mal, was wir so alles haben. Da oben sind noch Blümchen, ne? Die nehme ich noch mit, weil das ist irgendwie wenig bei uns. Also, 15 Tintensäcke, nicht übel. Die beiden nehme ich auch noch mit. Der hockt hier in dem Loch.
So, und dich noch. Ich brauche die nur einmal berühren. Ich tue die immer ein paar Mal schlagen. Ach, hier. Sehr schön. So, und dann tun wir. Wo ist der Kram? Hier. Ich nehme jetzt mal nur 6. So. Ja, der kommt gleich freiwillig zu mir, also das Schäfchen. Da machen wir uns jetzt wieder eine gelbe Herde, eine orangene Herde. Und die ernten wir gleich ab. Oh, sieht das lustig aus. Lustig. Na. So. Das lohnt sich echt. Also. Weiß nicht, wie viel haben wir jetzt verbraucht? Ich glaube 22 hatten wir, ne? 4 Schafe sowas. 19, ich weiß jetzt gar nicht, was ich noch dabei hatte. Da hinten ist noch ein Schaf. Ach, das sind noch ein paar. Ja, wenn die alle auf dem Haufen stehen, dann gib ihm. So. Dann können wir unseren Boden endlich mal fertig machen. Na, sind wir da. Das noch umfärben, brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Dieses noch. Okay, das sind schon wieder rote Blümchen. Und Kohle. Die nehme ich gleich mit. Ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich dann so gucke und die Kommentare und überhaupt das alles so ein bisschen ansehe, dass es irgendwie manchen nicht schnell genug geht. Es geht, ich habe das ja bewusst so aufgebaut, wie ich es aufgebaut habe und sehr lange drüber nachgedacht. Und wer gedacht hat, das geht hier Knall auf Fall, ja, und er kann da einfach mal so nebenbei durchswitchen, so ist das nicht. Ich mache das so, dass im Endeffekt auch die, die vielleicht mit Technik nicht so viel am Hut haben, dadurch nicht ja, überfordert werden. Das soll irgendwie trotzdem noch ein bisschen Minecraft bleiben. Ja. So sieht's aus. Um das gleich mal irgendwie klarzustellen. So, Holz. Nehmen wir nochmal Holz mit. Schreiben kann es eigentlich nicht. Klopf da neuerdings, also ich fäll kaum noch Bäume, muss ich ehrlich sagen, sondern ich klopf immer an den dicken Bäumen hier ein bisschen dieses Gezeugsel da weg und dann reicht das völlig aus. Es sei denn, die Bäume sind mir im Weg. Da ist nochmal Kohle, aber das kostet mich mehr Energie als alles andere, da hochzuspringen. So, hier hinten habe ich aus dem Augenwinkel Blümchen gesehen. Ding. Ich wäre ja verrückt, wenn ich das nicht mitnehme. So, da hinten ist wieder ein Schäfchen. Und es kann ja im Endeffekt ja auch nicht schaden. Ja, andererseits haben wir Platz, ja. Dann wird das schwarze Wolle. Da haben wir eh nicht so viel. Hier sind noch ein paar gelbe Blümchen. Nehme ich dann auch mal mit. Ach, ich sehe gerade, wir haben halt keine Mucke. Gelb werden wir sicherlich auch noch ein bisschen brauchen. Gerade zum Mischen wird man das immer wieder mal brauchen. So, Portal haben wir ja bei. Da kann nichts passieren, sobald es dunkel wird. Hihi. Zischen wir ab. Ja, und dann werden wir uns langsam mal ans Öl machen, also an Öltanks, weil wir brauchen ja später die Engines oder schnelle Engines, um uns so eine kleine Fabrikationsstraße aufzubauen. Ach Gott, was ist hier los? Kann man ja, wer hat das angepflanzt? Sieht so symmetrisch aus. So. Das soll jetzt einfach mal reichen. Setzlinge nehme ich nicht mit, doch nehme ich mit, weil man die pressen kann. In Industrialkraft. Das werden wir irgendwann mal machen. Ich finde das jetzt nicht so wichtig mit diesen Pflanzenbällen und
Benzin und so ein Zeug. Also das